Brüder und Schwestern in Christus, wir haben heute im Evangelium über den Johannes den Täufer gehört, eine sehr wichtige Gestalt in der Bibel, auch wenn er nicht so oft gefeiert wird. Aber trotzdem ist er wichtig, besonders für die Vorbereitung auf Weihnachten hin. Und dieser Johannes der Täufer, er hatte es nicht leicht in seinem Leben. Er war eigentlich menschlich gesehen auf einer verlorenen Stellung, auf einer verlorenen Position. Er war ein Verlierer, wenn man es ernst nimmt, was er gemacht hat und wie er im Leben dastand. Worum es geht, erklärt ein bisschen die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, wo wir die Ankündigung der Freude gehört haben. Das ist schon am Ende des Buches Jesaja im dritten Teil, wo die Israeliten wieder in das verheißene Land von der Verbannung zurückkehren dürfen. Aber in der Verbannung hatten sie sich eingerichtet. Sie hatten Häuser gebaut. Manche von denen haben eine hohe gesellschaftliche Stellung gehabt, viel Geld. Sie haben sich eingerichtet. Es war Fremde, es war Gefangenschaft, etwas, was nicht Gott für sie vorbereitet hat, aber man richtet sich ein. Und dann ruft Gott endlich aus, ihr dürft zurückkehren. Aber wo kehren sie denn zurück? Nach Israel? Ein zerstörtes Land. Jerusalem liegt seit 50 Jahren in Trümmern. Wie sollen die sich da freuen? Also rein menschlich gesehen. Sie sollen in das verheißene Land zurückkehren, das Land, das Mose beschrieben wurde als ein Land, das mit allem Guten gefüllt ist. Und was sehen Sie vor Ihren Augen? Nur Trümmer und Verwüstung. Und trotzdem sagt Jesaja, freut euch, denn an euch erfüllen sich die Verheißungen Gottes. An euch wird Gott sich treu erweisen. Und menschlich gesehen sind sie auch eigentlich Verlierer, die Israeliten. Das kann man eigentlich bis heute an dem auserwählten Volk sehen. Sie sind immer noch das auserwählte Volk. Und trotzdem tun sie sich immer noch schwer, einen Platz hier auf Erden zu haben, der ihnen gehört. Sie machen auch viele Fehler, aber nicht über die Juden will ich heute sprechen, sondern über Johannes den Täufer. Auf jeden Fall, das Volk, aus dem er stammt, stand immer auf der Seite der Verlierer. Nicht immer aus eigener Wahl. Manchmal waren es einfach die Zustände. Gott hat es einfach immer wieder zugelassen. Und trotzdem sagt er ihnen, freut euch, an euch erfüllt sich die Verheißung, die ich euren Vätern gegeben habe. Beim Johannes dem Täufer ist es auch ganz ähnlich. Da kommen zu ihm Leute, also er hat schon viele Schüler, das kann man an ihm sehen. Das ist auch die Tradition, die wir aus der Bibel kennen. Also im ersten Jahrhundert, also bis ungefähr 70 nach Christus, gab es noch viele, viele Anhänger des Johannes des Täufers. Ziemlich viele. Er hatte eigene Schüler, eigene Nachfolger, nach seinem Tod noch, jahrelang, jahrzehntelang, die seiner Lehre folgten. Und da kommen jetzt zu Johannes dem Täufer Leute und fragen ihn, na, wer bist du denn eigentlich? Was machst du da eigentlich? Und Johannes muss erkennen, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Elia, ich bin kein Prophet. Ich gelte eigentlich nichts. Man könnte sagen, also menschlich gesehen ist er wirklich ein Verlierer. Er hat zwar viele Anhänger, aber die wird er auch dann im Laufe der Zeit verlieren. Die meisten Schüler des Johannes wurden zu Nachfolgern Christi. Er hat eigentlich in seinem Leben nicht viel erreicht.
Und trotzdem steht er ganz am Anfang des Johannesevangeliums. Wir haben heute, das ist ein bisschen zerschnitten, das, was wir gehört haben, also aus dem Prolog einen Satz gehört, der über Johannes spricht, und dann gleich, was nach dem Prolog folgt. Also das ist dieser Bericht über Johannes, den wir gehört haben. Es ist bezeichnet, dass in den ersten Worten des Johannesevangeliums schon über den Johannes den Täufer etwas geschrieben steht. Weil ihn hat etwas, also zwei Dinge eigentlich ausgezeichnet. Das Erste, was ihn ausgezeichnet war, ist das, wer er eigentlich gewesen ist. Also die Tradition der Kirche lehrt schon immer, er war der Vorläufer Christi. Er hat für ihn den Weg vorbereitet. Das sieht dann, also das wird dem Johannes dann auch in den Mund gelegt durch den Evangelisten, dass er sich als ein solcher sieht. Das war für ihn sicher nicht einfach. Er sieht um sich Menschen gesammelt, die zu ihm kommen, die wollen ihn hören. Und dann muss er erkennen, eigentlich nicht ich bin hier im Mittelpunkt, sondern jemand anderer. Und ich bin es nicht wert, ihm nur noch die Schuhe aufzuschnüren. Also eine Arbeit für Sklaven eigentlich. Das ist einer der niederen Dienste im Orient. Er erkennt, wer er ist. Weil er auf Christus wartet, obwohl er nicht wusste, dass er auf eben Jesus wartet. Er wusste es nicht. Er wusste, er wartet auf jemanden, aber auf wen ganz konkret weiß er nicht. Er sagt zu den Juden, er steht mitten unter euch, unerkannt. Er weiß auch nicht, wer das ist. Bis dann Jesus zu ihm kommt und sich und der Vater ihn auch offenbart. Aber er weiß nicht, wer das sein soll. Und trotzdem wartet er auf ihn. Das ist auch ein Hinweis dafür, wozu wir im Advent eingeladen sind. Klar, du sollst auch dein Haus putzen, du sollst alles für Heiligabend vorbereiten. Das sind Dinge, die selbstverständlich sind, damit Weihnachten Weihnachten sein kann. Aber das Wichtigste zu Weihnachten, also auf Weihnachten hin, im Advent, ist die Umkehr des Herzens, die Erkenntnis, wer ich eigentlich in den Augen Gottes bin. Weil das ist die Umkehr. Zu sehen, wer bin ich in seinen Augen. Sich immer zu fragen, Gott, wie siehst du mein Leben? Was läuft da gut? Und wo kann ich es noch verbessern? Und wo kann ich es nicht verbessern, weil es nicht mehr geht oder überhaupt nicht möglich ist? Sich im Licht der Wahrheit stellen. Das ist das, was Johannes tut. Und das ist nicht angenehm für ihn. Das ist schwierig zu erkennen, dass ich vielleicht nicht so wichtig bin, wie ich mich nehme oder wie ich mich gebe. Dass mich meine Frau vielleicht nicht so liebt, wie ich es gerne hätte oder umgekehrt. Dass meine Kinder anders sind, als ich mir das wünsche. Das ist alles, was zu dir gehört. Dass meine Eltern vielleicht ganz anders sind, als ich sie gerne hätte. Kann auch sein. Gott lädt uns dazu ein im Advent. Stelle dich im Licht seiner Wahrheit. Erkenne, wer du wirklich bist. Warum sollen wir diese Mühe auf uns nehmen? Das sieht man auch am Johannes, dem Täufer, an dem, was er sagt, wie er sich dann sieht. Er hat erkannt, er bekennt zuerst, ich bin nicht der Messias, nicht Elia, nicht Prophet. Ich bin eigentlich niemand. Wer ich bin, sagt er. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Das ist alles, was er über sich sagt, was er eigentlich ist. Er ist die Stimme Gottes in seinem Volk. Und das ist das, wozu wir eigentlich berufen sind, wozu du berufen bist. Wenn du schon
die Umkehr erlebt hast, wenn du weißt, wer du in den Augen Gottes bist, dann kannst du zu seiner Stimme werden. Aber nur dann. Sehr viele von uns machen den Fehler, nicht wenige Priester, dass sie vergessen haben, was es heißt, Umkehr des Herzens. Und trotzdem versuchen, anderen zu erzählen, wie sie Christus nachzufolgen haben. Kehre zuerst du um, sag dann den anderen, wie sie zu leben haben. In dieser Hinsicht bin ich auch nur ein Sünder, muss ich auch gestehen, aber das ist selbstverständlich. Ich bin da auch nicht besser als alle anderen. Aber trotzdem will ich diese Mühe auf mich nehmen in diesem Advent und versuchen, umzukehren, soweit es geht, aus meinen verkehrten Wegen, die manchmal krumm sind, gar nicht gerade, und diesen einen Weg zu suchen, der Gott für mich vorbereitet hat, damit ich eines werden kann, seine Stimme. Weil seid jetzt mit sich selber ehrlich. Habt ihr Gott jemals gehört, dass er spricht? Wenn ihr ehrlich seid, sagt ihr nein. Seine Stimme haben die Israeliten in der Wüste gehört und vielleicht die, die Jesus gehört haben. Das war's. Und Visionen zählen nicht. So wirklich, wie jetzt ich zu euch spreche, habt ihr Gott sicher nie gehört. Ich auch nicht. Weil seine Stimme in dieser Welt ist ganz leise. Wir sind seine Stimme. Du und ich. Niemand anders. Und wenn du umkehrst, seine Wege suchst in diesem Leben, dann wirst du so jemand wie Johannes der Täufer. Jemand, der erkannt hat, wer er, wer sie wirklich ist. Und jemand, der zu seiner Stimme wird. Und das heißt dann auch nicht, dass wir Kreuzzüge veranstalten werden, um alle umzukehren, um ihnen zu sagen, wer Gott ist, sondern diese Stimme, als die sich Johannes bezeichnet, das ist nicht nur der Schall, der von einem ausgeht, sondern sein Leben. Johannes hat nicht so viel gesagt, also die Bibel berichtet nicht so viele von seinen Worten. Viel wichtiger ist er, was er tut. Und was er tut, das sehen die Pharisäer. Er tut was Neues. Er tauft die Leute mit Wasser. Und diese Taufe des Johannes ist eine Taufe der Umkehr. Er gibt dann den Leuten genau das, was er von Gott gelernt hat. Er selber hat diese Umkehr erfahren. Er hat sich selber in das Licht der Wahrheit gestellt, wurde zu seiner Stimme in der Wüste, also wirklich in der Wüste. Und dann gibt er das den Leuten weiter, die zu ihm kommen. Er sagt ihnen, kehrt zuerst um. Das ist das Erste, wozu jeder von uns berufen ist. So lade ich euch ein. Diese Einladung Gottes ist nicht so sehr meine wie die Gottes, weil das steht in der Bibel heute, ernst zu nehmen. Vielleicht ein bisschen das schleifen zu lassen, was zu Weihnachten sowieso gehört. Das wird schon werden. Die ganzen Sachen, die du zu Hause noch vorbereiten musst. Kein Problem, du wirst es schaffen. Ich will nicht sagen, das ist nicht das Wichtigste, auch wenn es stimmt. Aber du hast Wichtigeres zu tun, noch diese Woche. Weihnachten ist nicht mehr so lange, noch 10 Tage. Und dann ist es soweit. Frage dich, ob du diesen Weg des Johannes gehen möchtest oder ob du noch nicht bereit bist. Aber Zeit gibt es noch genug. Kehr um und glaub an das Evangelium. Das ist derselbe Ruf, der in der Fastenzeit ertönt. So ertönt er auch heute, aber aus dem Mund des Johannes des Täufers.